Manipulation oder Bevormundung? Tor 1 oder Tor 2? Guten Morgen! Im Zeitalter des medialen Overflows und wo wir Menschen so viele Informationsquellen wie nie zuvor haben, wird es immer schwerer, den Überblick zu behalten. Was an Informationen, was an wirklich gesicherten Fakten existiert und oder was dann sozusagen medial und marketingtechnisch durch Unternehmen manipuliert ist und oder auch die Angstindustrie. Und, ja, und da irgendwo den Überblick zu behalten. In einem Zeitalter der kommunikativen Freiheit bist du beim Konsum dieser Medien ganz stark ständigen Manipulationsversuchen ausgesetzt. Entsprechend sind große Teile der Bevölkerung einfach nur missinformiert oder auf der anderen Seite verunsichert. Die beiden Profiteure sind dann analog die Wirtschaft auf der einen Seite und die Angstindustrie auf der anderen Seite. Und diese tun dann auch alles dafür, dass diese Menschen nicht echte Informationen enthalten, sondern eben diese Informationen, die die Unternehmen oder die Angstindustrie verbreitet. Jüngstes Beispiel ist die Diskussion um stärkere Einflussnahme seitens der Regierung, wenn es um eine gesunde Ernährung geht. Das bedeutet so etwas wie eine Begrenzung des Maximalzuckergehalts von Lebensmitteln oder dieses Ampelsystem oder dieses Smiley-System auf den Lebensmitteln. Da wird derzeit ganz intensiv darüber diskutiert, inwieweit das eine Bevormundung ist. Die Wirtschaft und deren Lobbyvereine wie der Verein Lebensmittelwirtschaft, der schürt unter dem Motto stoppt die Bevormundung durch den Staat. So ein Paket für uns Verbraucher, wo er versucht dazu uns zu animieren, gegen diese neuen gesetzlichen Regelungen zur Gesundheit des Menschen zu stimmen. Das heißt, die Wirtschaft möchte das nicht, dass wir sagen, wir finden das gut, dass der Maximalzuckergehalt begrenzt wird oder dass so ein Smiley oder so ein Ampelsystem zu erkennen ist. Das wäre dann eine Bevormundung. Das sollen wir sagen, ausgehend von der Wirtschaft. Aber wir brauchen uns nicht lange darüber zu unterhalten, dass der Lobbyverein Lebensmittelwirtschaft nicht wirklich ein Interesse an der Freiheit des Menschen hat, ne, sondern an einer möglichst freien Gestaltung seiner Produkte. Und wo diese Freiheit endet und was das bedeutet, dazu gibt es genug Videos auf diesem Kanal. Wenn Unternehmen frei handeln können, dann handeln sie meistens geldmaximiert. Aktuell ist gerade die Mineralölproblematik zu nennen. Am Beispiel der Kinderschokolade habe ich das ja, habe ich auch ein Video gemacht. Da erkennt man dann wirklich, ja, also an diesen ganzen Zusammenhängen, wie uns die Wirtschaft für dumm verkauft und sagt, hey, ne, lasst euch nicht die Freiheit nehmen, die Regierung, die darf euch nicht bestimmen und so weiter. Da erkennt man ganz klar diese offensichtliche Manipulation seitens der Unternehmer, die quasi den Verbraucher suggerieren, dass sie auf einer Seite gegen den Staat stehen, für Freiheit im Konsum. Andererseits steht dann die Regierung als, ja, als Interessenvertreter unserer Interessen, ne, oder als unser Volksvertreter. Aber die eben dann auch so ein bisschen in den Köpfen der Menschen mittlerweile so als Gegner gesehen wird. Ne. Die Politik, das sind nicht wir, obwohl wir sie gewählt haben, sondern sie wird als Gegner wahrgenommen. Und da ist unter anderem auch die Wirtschaft schuld, weil sie ja ganz oft sagt, ja, die Regierung ist schuld. Ne. Und ja, also die Politik soll unsere Interessen vertreten, wozu mit Sicherheit auch die Gesundheit zählt. Und daraus ableitend die Regierung Gesetze und Regelungen schaffen sollte für unsere Gesundheit. Der Raucher zum Beispiel muss gerade in der jetzigen Zeit wirklich absurd hohe Steuern zahlen zum Beispiel. Und manche Dinge sind auch komplett verboten oder reglementiert durch die Regierung, da der durchschnittliche Verbraucher diese Dinge nicht in einem gesunden Maße konsumieren kann. Der Staat aber seinerseits einheitlich für alle Regelungen schaffen muss und treffen muss. Und damit natürlich auch immer wieder die individuelle Freiheit beschneidet. Also ist da die Frage, der wir uns immer stellen müssen, oder gerade jetzt im aktuellen Kontext, Manipulation auf der einen Seite durch die Wirtschaft und sagen, okay, wir wollen unsere Freiheit, aber da das auch schon wieder eine Manipulation der Wirtschaft ist, und sie uns dann weiter durch Marketing, durch Medien auch weiter manipuliert, ist halt die eine Seite, oder eben das Beschneiden der individuellen Freiheit auf der anderen Seite durch die Regierung. Ne? Und das sind quasi die Optionen, die man hat. Individuell, das ist für mich gar keine Frage, wenn es nur um mich geht, da wähle ich die Freiheit und durchschaue aber zeitgleich die Manipulation der Unternehmen. Und das aber verbunden mit einem großen Aufwand an Informationen und an einem bewussten Lebensstil, den nicht jeder Mensch hat. Die Frage ist, was ist volkswirtschaftlich am sinnvollsten? Wenn ich mir die Frage stelle, was ist am besten für unsere Welt?
ist es dann am besten die Sichtweise der Wirtschaft oder die Sichtweise der Regierung bzw. deren Instrumente, Manipulation oder Beschneidung, Begrenzung. Und da bin ich ganz klar auf der Seite der Begrenzung. Solange die geistige Evolution, gerade was eine gesunde Ernährung angeht, noch nicht durch den Großteil der Bevölkerung gedrungen ist, bin ich ein absoluter Befürworter dafür, dass die Regierung gewisse gesicherte, zumindest nach dem aktuellen Wissensstand gesichert, der Erkenntnisse auch umsetzt. Wie zum Beispiel mit dem Jod, diese Zwangsjodierung des Speisesalz. Damals. Das ist eine echt total gute Sache gewesen und unterstütze ich. Und genauso würde ich eben auch unterstützen, dass es eine Obergrenze von zugesetzten Zucker gibt. Finde ich total gut. Ich finde es auch gut, wenn so ein Ampelsystem ist, wo der Verbraucher auf einen Blick sieht, gesundes Lebensmittel, ungesund oder total schlecht. So. Und das finde ich einfach gut. Das ist natürlich die Wirtschaft gerade der ungesunden Lebensmittel nicht so toll finden, die meistens eine sehr hohe Gewinnspanne haben, aber das ist mal ein ganz anderes Thema, ist auch klar. Deswegen, ich bin ganz klar für Begrenzung der individuellen Freiheit, auch wenn ich darunter leide. Nur mal so. Interessanter Nebenaspekt dieser ganzen Diskussion und dem Betrachten des Aspektes, dass die Wirtschaft uns manipuliert und dabei aber gegen die Regierung aufruft, also sagt, wir sollen gegen die Politik protestieren. Wie wahrscheinlich ist es dann, und die Frage geht unter anderem auch an die Verschwörungstheoretiker, die sich natürlich nicht Verschwörungstheoretiker nennen, ich habe mich da belehren lassen, aber wenn die Wirtschaft aufruft, gegen die Regierung zu protestieren und zu kämpfen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass Wirtschaft und Politik eng verflochten sind und gemeinsame Sache gegen den Verbraucher machen, was so viele sagen. Ich weiß, ich höre es schon wieder von den Menschen, die dann sagen, ja, das ist nur so für die Öffentlichkeit, damit wir eben denken, dass... Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wieder mal ein Beweis dafür, dass es keinerlei groß angelegte Verschwörung oder sonst was gegen den kleinen Mann von der Obrigkeit gibt oder sowas. Die Jodierung des Speisesalzes ist eben für mich auch damals ein richtiges, ja, sinnvolles Eingreifen gewesen, wo heutzutage auch wieder immer noch gesagt wird, ja, das ist um uns zu vergiften und so weiter. Also das in dem Kontext auch nochmal erwähnt. Ich kann auch sagen, ich habe ja vor einem Jahr fast oder vor über einem Jahr hier live gesprochen und berichtet, wie sich meine Blutwerte und mein Befinden sich verändert haben, als ich von den jodierten Speisesalz damals auf Himalayasalz umgestiegen bin. Aufgrund, kann man sagen, der Medien, aufgrund der vielen Gesundheitskanäle und so weiter. Und Jodsalz ist ganz schädlich, nimm das gute Himalayasalz, auch wenn das Himalayasalz gar nicht aus dem Himalaya ist. Ist doch scheißegal, auf jeden Fall. Es geht nur darum, dass ich medial beeinflusst wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das böse Jodsalz weg, das hat die Regierung. Hat uns zwangsvergiftet. So. Meine Schilddrüsenwerte, die wurden schlechter und ich fühle mich plötzlich müde und abgeschlafft. Und auch jetzt führe ich auch wieder das Jod-Experiment durch, die dazu oben in den Infokarten, weil ich halt nicht mehr so viel Salz esse, weil ich oft viel Monomahlzeiten esse und nur an den Salat halt ein bisschen Salz ranmache und habe auch schon wieder gemerkt, okay, ich werde müder und jetzt habe ich das Jod-Experiment. Gibt es auch noch ein Update dazu? Und ich erkenne auf jeden Fall, das kann ich schon vorgreifen. Damals wie heute, wie unterversorgt wir hier in Deutschland mit Jod sind. Dazu gibt es aber wie gesagt auch noch mal ein eigenes Video. Ich möchte nur veranschaulichen, warum ich trotz großer Freiheitsliebe mich eher auf der Seite der Regierung, der Politik stelle, wenn es darum geht, wenn man Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft treffen muss. Und mich eben dann nicht auf die Seite der Unternehmen schlage, obwohl ich persönlich, genau wie die Unternehmen, die größtmögliche Freiheit wollen. Weil ich eben auch ein bisschen an die Gesellschaft denke, in der ich lebe. Und das muss man einfach sagen, große Teile unserer Gesellschaft, die müssen geleitet werden. Die müssen geleitet werden. Sie leben wie Automaten. Und wenn diese Menschen nicht geleitet werden, dann überlassen wir als Regierung oder als Politik, also ich sage wir, weil wir sie ja gewählt haben, überlassen wir die der Wirtschaft. Und die Wirtschaft, die handelt nach monetären Aspekten. Die wollen das Geld maximieren. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Überhaupt kein Interesse an den Menschen. Und die Regierung, die wir wählen, die hat auf jeden Fall ein größeres Interesse. Und dass da eine Diskrepanz besteht zwischen Politik und Regierung, dass halt so die nicht zusammenarbeiten, das haben wir jetzt heute auch kennengelernt. Und die Ernährung, die zählt auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auf jeden Fall dazu, wo die Menschen geleitet werden müssen.
Und ja, wenn wir gerade bei ernährungsbedingter Leitung sind, dann möchte ich bei dieser Gelegenheit auch auf die Mission Vegan 5 hinweisen, die mittlerweile auf Level 36 angekommen ist. Der Heiler von dem richtig geilen YouTube-Kanal Kochs Vegan, einer meiner ersten YouTube-Kanäle, die ich abonniert hat, hat einen Kartoffel-Tomatensalat im gebackenen Kürbis gemacht. Definitiv eines der absoluten Highlights der Mission Vegan 5. Wer das nicht kennt, das ist die weltweit größte kanalübergreifende vegane Rezeptesammlung auf YouTube, wo sich schon viele vegane YouTuber vereinigt haben. Ja, vereinigt kann man schon so sagen. Ich wollte verewigt sagen, aber eigentlich haben wir uns auch vereinigt auf irgendeine Weise. Dabei waren schon Mojo Dee, Hanna und Osmo, Silke Leopold, Pia Kraftfutter, Carb the Vegan Up, Vegan Feeling, Wir sind weg und ja, noch ganz, ganz viele andere. Wie gesagt, insgesamt sind wir jetzt 36 Leute, auch viele kleine YouTuber. Und das Rezept von Heiner und auch die Playlist, das findet ihr entweder hier oben in den Infokarten oder unten in der Infobox und zudem am Ende des Videos sind jetzt auch solche Dinger, die man da anklicken kann. Ne? Die Mission Vegan 5, das ist wie so ein Spiel. Man hat 5 Zutaten und muss immer eine Zutat des vorherigen austauschen und dann sozusagen neues Rezept kreieren. Und so entsteht und entstand eine riesige, knuffige Rezeptesammlung, die total einfach und innovativ ist, weil es tatsächlich selbst erstellte Rezepte sein müssen, ne? Nicht irgendwo mal abgeschrieben oder sowas, sondern selbst erstellte Rezepte. Und so erkennt man auch das Talent und das Handwerk des jeweiligen Menschen, der da kocht, und das fließt dann halt auch alles mit ein. Und ja, einfach eine tolle Sache. Wenn ihr daran auch mal teilnehmen wollt, ihr müsst dazu natürlich kein Veganer sein, sondern nur das Gericht muss entsprechend den Regeln entsprechen. Dann schreibt mir das in die Kommentare oder bei Facebook, dass ihr mir einfach eine Nachricht schreibt. Dann setze ich euch auf die Liste. Denn normalerweise kommt man da nicht mehr rein, da ja immer der Staffelstab sozusagen manuell an einem anderen YouTuber weitergegeben wird, von dem der das Rezept gemacht wird. Ja, und von daher einfach mir eine Nachricht schreiben und dann seid ihr auch oder könnt, kommt auf die Liste und dann könnt ihr irgendwann vielleicht auch mit dabei sein. Also Thema des, der heute war Manipulation oder Begrenzung. Das sind die beiden Optionen. Wie wählt ihr für euch und wie würdet ihr wählen oder wie wählt ihr für die Gesellschaft? Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Bin mir ganz, ganz sicher, dass es da wieder ein paar Diskussionen gibt. Ich freue mich. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.